So, meine Freunde, willkommen zurück zu Mario Party 4. Wir sind in der 17. Folge angelangt und jetzt ja, müssen wir endlich mal ein neues 4-Player-Spiel, Minigame zocken, Fotopuzzle. Ich glaube, das kann man mit PH und mit F schreiben, oder? Das hat irgendwie nichts mit Rechtschreibung zu tun. Egal. LR-Teil rotieren, bewegen und A-Teil ablegen. Konzentriere dich auf das Bild, um dir die Ausrichtung der Teile zu merken. Ist nicht so schwer, eigentlich sind die alle hochkant. Das heißt, wenn sie irgendwie mal breiter als höher sind, dann weiß man sofort, hier stimmt was nicht. Oh, ich hab grad Minimap-Frame-Drops. Nicht cool. Das ist doch definitiv unten links. Anabali, und das ist gleich hier. Getwing. So, jetzt unten rechts. Oben rechts. Oben links und dann in sie mit links und einmal oben zweite rechts. So, die anderen haben irgendwie nicht so viel was geschafft. Und Alter, jetzt passt auf, voll die geile Karre. Ich setz mich hinten rein und so, voll speedy, Alter. Voll die Karre, die gibt richtig Stoff, muss ich mal sagen. Also geschätzt von 0 auf 100 in 3 Stunden ist ein super Timing. Ganz im Ernst, das muss richtig abgehen jetzt. So. Letzten zwei Runden, Freunde, das wäre jetzt nochmal richtig schön. Naja, gut nach Hause bringt mir jetzt auch nicht mehr viel, ne? Ich werde es einfach hier nur ein bisschen trollen, indem ich jetzt einfach nur Luigi ein bisschen Geld klaue. Deswegen fresse ich ins Maxi-Pilz und hoffe, ich kann einmal rumlaufen. Ja, das fände ich doch schon ziemlich geil. Außerdem will ich auf keinen Bowser-Feld kommen. Deswegen werde ich jetzt groß und fresse einfach auch mal meine Pilze. Gewutz, eine 4, das bringt mir nix. Mann, da muss noch mehr her. Nee, ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, aber ich gehe auf kein Bowserfeld, das ist schön. Luigi, ich bin hinter dir. Oh. Wahoo! Ja, freu dich. Dann kann ich mir vielleicht nochmal genug Abstand für einen. Der will auch nochmal. Bist du behindert? Da geht's doch nach Hause. Okay, die denken jetzt alle wahrscheinlich, oh, ist ja hier schon kurz vor Schluss, da können wir nicht mehr retten. Mario ist ja voll der Sieger mit 2 Sternen und 100 Coins. Na, fast. Oh, gut. Der 2, das ist legendär und... Eine 3, bist du ein Glückskind oder so? Er fährt jetzt echt nochmal da drüben, ne? Er fährt echt nochmal da drüben, weißt du? Und dann kann man hier nochmal schön Geld verdienen. Und dann würde er nächste Runde nochmal richtig zocken. Ja, dann würde er nochmal richtig was geben, ne? Los, ich schub's dich an, du dicke Sau! Am meisten Geld, finde ich, kriegt man, wenn man irgendwie sich ganz schnell hin und her pingpong lässt. Oh, scheiße, ist mir schlecht. Jetzt kann ich nichts mehr essen. Na, scheiß drauf, ich ist doch ein Döner. So, Luigi will zocken und macht eine 6. Sollte ich nächste Runde überbieten, dann kriege ich... Oh, na, ich wollte gerade sagen, Alter, wage dir, du dummer Hanswurst, ne? Dann kriegst du auf die Fresse, denn isst du zum Mittag gleich Kresse. Nimm dir ein los und dann musst du rubbeln. Du ekliger Typ, musst dich rubbeln. Twine Gang! Lose Gang! Ja, alles meins, ich meine Ohrenpech. Guck mal, so cool. Auch wenn eine Scheiße aussieht. Der hat eine Windel um. Die ist langsam gelb. Sollte man mal bald wechseln. Wieso freut er sich? Hat das nicht geschafft irgendwie. So, warum er sich noch einen Sparky-Sticker gekauft hat, ist mir ein großes, großes Rätsel. Ich glaube, niemand mehr kann nächste Runde hier noch irgendeine Scheiße bauen. Oh ja, ein Maxi-Pilze, voll geil. Dann könnte er vielleicht noch zum Stern gelangen, aber er hat nicht genug Geld. Es sei denn, er gewinnt das nächste Minigame. Bomb und Gebombe. Ja, ja. Wir wissen alle, was das heißt. Ein bisschen puzzeln. Ich liebe das Game, das ist einfach geil. So. So, ah, ich bin schön am Rand, das ist cool. Da kann man immer von, nur von links geärgert werden. Ich könnte ja echt mal ein bisschen Sabotage betreiben, weil ich finde das gleichzeitig auch ein wenig unfair. Oh ja. Wenn man irgendwie rummanipuliert, ist gemein. Ist doch gemein. Denn bist mal ein Schwein. Und das sollte eigentlich so Honig sein. Dankeschön, du Arsch. Ha, dankeschön. Ey, du Arsch. Du bist doch ein Pimmelmann. Wie er sich einfach die mal eiskalt... Du blöder Hurensohn, ne? Ganz im Ernst. Meins.
Ich brauche so ein gelbes Ding, Mann. Oder so. Und so, knacks. So. Nein, aber fail eigentlich. Na, mach doch. Nein, fick dich, Sminer! Boah, du blöder Hurensohn. Was war das hier? Mann, nein! Wie scheiße. Boah, da hat aber jemand richtig Kombo-Geld gebaut gerade. Warte, nein, halt. Zack und zack. Ey, das war meins. Das habe ich eindeutig bekommen. Alter, wie scheiße. Da hab ich einfach besiegt. Der blöde Hurensohn hat dich manipuliert. Du blöder Arsch. Ich habe voll viele Bomben geklaut und so. Finde ich ja mal richtig gemein. Waluigi war schon mal die Evil Ente. Er ist das Evil Chicken aus Kongs Let's Play. Nein, Spaß beiseite. Ich werde jetzt mal einen Pilz einpfeifen und hoffen, dass ich Luigi nochmal überrennen kann. So kriege ich auch mein Minispielgeld. So, und wenn Luigi meint, er kommt da zum Stern, dann kann er sich ja machen. Halt, wie es ein. Juhu, wow, Glückwunsch zu Keks. Ah, verzum! Eine 3. Ey, Mario, du musst mal was richtig würfeln. So, das sollte reichen. Luigi, ich bin auf der Spur. Tschüss, Mann. So, haben wir 105 Münzen plus Minispielgeld. Vielleicht, wenn ich es gewinne. Du, die Billy, du. So, der Dicke macht eine Tauschröhre. Du bist ja behindert. Warum willst du denn da oben weg? Net I don't understand Knopf und so. Okay, willst du Waluigi? Macht voll viel Sinn. Beam dich weg vom Stern und lass jemand anders zocken. Vielleicht will er jetzt ja Waluigi helfen, damit er noch einen Stern kriegt. Die arbeiten echt hier im Team. Das ist ja mal voll intim. Haha. Gott, was für ein beschissener Wortwitz war das denn gerade? Waluigi kann überhaupt nichts machen hier. Der rennt ja einfach nur rum wie Falschgeld irgendwie. So, und er könnte mit dem Pilz jetzt zwar durchrennen, aber gleichzeitig war das dumm, weil es ist die letzte Runde und was das kann bedeuten, er rennt entweder über den Stern oder schafft es nicht bis dahin. Er kann also optimal nicht mal gewinnen, das ist doch voll dumm. Eine 8. Ich weiß aber, ich glaube, mit einem normalen Würfel hätte er doch, glaube ich, gar nicht schaffen können, oder? Doch, hätte er. Hätte er eine 9 oder 10 gemacht, hätte er sich den Stern kaufen können. Ja, yeah, du bist dumm. Jetzt 9 oder 10, ich hätte eh auf die 20% jetzt also total zu verkacken. Immerhin war das die letzte Runde. Und das zeigt, du bist echt dumm. So, Dreierwurf, oh yeah, wir dürfen Basketball spielen. Ich mag Basketball echt gerne, aber ich Profi-Basketball echt nicht verstehe. Da gab es mal einen Livestream auf YouTube. Da konnte man da hier zugucken bei irgendeinem... Warte, irgendwer hat gegen irgendwen gezockt, ne? So. Wie man übrigens den gelben Korb drückt, wollte ich mal erzählen. Immer kurz bevor man landet, einfach den B-Knopf drücken. Hey, wie mir alle gerade die gelben Dinger klauen. Das finde ich nicht so wirklich nett. Oh, da ist nichts drin. Ey, wieso habe ich nicht mehr getroffen? Egal. 19 Punkte, oh yeah. Ist ja geil. Die anderen haben 2, 2 und 6. Cool. Das finde ich ja mal ziemlich easy, Mann. So, 150 Münzen, damit sollte ich unbestritten auf jeden Fall den Münzstern und den Minispielstern kriegen. Und damit habe ich 4 Sterne und ja, das war zu erwarten. Ich freue mich aber schon sehr auf das Gumba-Game, weil es ist cool. Oh Mann, voll Kacke. So gut. Hey, wie viele Münzen habt ihr? Oh, Mario ist der coolste. Obwohl Luigi auch nicht so wenig Geld hatte. Zwischen hat er auch mal wie 60, 70 Münzen gehabt, aber das habe ich jetzt definitiv überboten. Minispielstern geht an Mario. Woohoo! I'm the Wiener. Du bist ein Wiener, Mann. Du bist eine Bockwurst. Du bist ein Thüringer Schlappschwanz. Die heißen wirklich so. Das ist der Münzstern. Na, der geht sehr offensichtlich an Mario. Ach nee, das war ja ein M. Ja, aber an wen den Eigenstein geht. Ich glaube, ich habe das einzige eigenes Ding da oben. Das ist, glaube ich, das einzige, was man machen kann. Das habe ich nicht einmal ausgelöst. Das geht bestimmt an. Ich glaube, Waluigi und Mario. Mario haben es einmal gemacht. Das heißt, sie müssen beide den kriegen. Ach nee, Luigi, stimmt. Waluigi hat der nicht irgendwann da oben gezockt? Ach, ich weiß es nicht. Ich werde es gleich sehen. Ach nee, ja, da müsste ich die Details reingucken, aber pff, wollte nicht. Interessiert niemanden. Endergebnisse. Waluigi ist die Number One Loser. Dann müsste Mario mit auf Platz 2, nee, Platz 3 und Luigi auf Platz 2. So wie es sich hier hört. Mein Bruder ist wenigstens Zweiter.
Ja, der Sieger ist Mario! Ja, der Partystop, voll geil! Das finde ich doch ziemlich geil. So, das war... Naja, eigentlich ja, zwei Sterne Unterschied, ne? War, ging eigentlich, ne? So, ich guck mal, eins der Ergebnisse war, ich dachte, müsste meinen Waluigi hat auch noch mal einen. So, ja, hier auf jeden Fall. Oh ja, hier auch auf jeden Fall. Krasse Scheiße. So, war denn das hier? Ich war der einzige Battle Game ausgelöst hat, wie cool. Kann man ja nicht die Fragezeichenfelder sehen? Ach doch, hier. Ah, Waluigi war gar nicht drauf. Okay, dann möchte ich mich kurz, sorry. Nein, nicht die einzige. Ich will Start drücken, push die Button und dann... Ja, wir wissen ja, ne, wir müssen immer gegen einen zocken, bevor wir unser lustiges Item für unser Häuschen kriegen. Und dann müsste eigentlich gleich die Cutscene kommen, wo bestimmt die Bowser-Map kommt. Ich glaube noch, dass es hier auch irgendwas Bowser-Mappiges gibt. Muss mal gucken. Hatten die sogar so einen Bosskampf? Der war cool. Wegen des Geschenks, man ist ja recht großzügig, aber ich bin geizig. Du bist Saturn. Oh, Döner. Alter Mario. Ah, ich aber nicht. Geiz ist geil. Wahoo. Du musst mich erst ein Minispiel schlagen. Genau, das war das. Oh, das war ziemlich geil. Das ist eigentlich ein reines Glücksspiel, aber ich find's trotzdem geil. Und irgendwie haben wir einen herben Grafikfehler, kann das sein? Willst du vorher die Regeln hören? Ja. Auf jedem Chip steht eine Nummer. Wähle einen Chip und addiere seinen Wert zum Gesamtergebnis. Wir sind abwechselnd dran, du darfst sogar anfangen. Wer zuerst 50 Punkte erreicht, hat das Spiel gewonnen. Wir gehen nicht mit den Dings um den Chip und drehen da, deck ihn auf und dann packen wir es. Ach so, nee, doch kein Grafikfehler. So, ihr seht, da sind auch Minusmünzen dabei, ne? Und zwei 20er, ne? So, ich habe übrigens mal versucht, mir mal zu merken, wo die 20er hinslitschen. Die sind ja mal unten, ne? Und dann guckt man, wo die untersten Münzen slitschen und dann bin ich auf den hier gekommen, aber... Ihr seht, der war nur ein 5er. So, er kruzt den da an und das ist eine 3. Habe ich eine leichte Führung, das muss ja aber überhaupt nichts heißen, weil den 20er kriegt dann in der Regel gewonnen. Aber einen weiteren 5er... Schon nicht schlecht. Gibt ja auch noch einen 10er, ne? Minus 10. Ja, das ist doch scheiße. Oh, ich aber auch. Auf du! So. Jetzt 5 plus für Goomba. Gleichstand. 3 nur. So, langsam löst sich das Feld auf. Ich hätte gerne mal langsam einen 20er. Okay, jetzt liegt da 2 Punkte vorne. Die gefällt mir nicht mehr. Okay, 10. Das ist nice. 18 Typis für mich. Er holt sich minus 5. Okay, jetzt habe ich einen enormen Vorteil. Und noch ein 10er. Geil. 28 sieht gut aus. Und er holt sich auch einen 10er. Oh, okay, gut. Okay, gut. Ich versuch mal den hier. Jawoll, ein Zwacken. Twang. Ist halt 48. Jetzt bin ich schon fast nicht mehr zu schlagen. Aber er holt sich auch noch einen 10er. Jetzt hat er auch schon 25. So, ich muss ich bloß Plus kriegen eigentlich. Jawoll. Okay, das war's. 51. Ich finde das Spiel wie cool. Macht Spaß. Oh, scheiße, Mann. Ich war nicht geil genug. Ja, verkackt, ne? Und wechsel endlich eine scheiß Windel. Die ist gelb. Ja, geschafft, Mario. Also. Naja, gut. Dann muss ich ja wohl dir deinen Döner überreichen. War der auch noch? Bekommst du jemand dein Geschenk? Oh, geil. Boom, wieder eine Bombe. Voll fies. Und Fernseher. Oh, endlich RTL gucken. Bloß nicht, Mario. Bloß nicht. Du willst da wohl nicht Bauer sucht Frau gucken. Bestimmt gegenüber vom Sofa, neben dem Kühlschrank. Auf der linken Seite so, weil da passt auch noch gut was hin. Oh, swoos. Hat Mario überhaupt gar kein Bett eigentlich? Ja, Kühlschrank, Sofa und Fernsehen. Ja, braucht man nicht. Und natürlich ein Tisch mit Pilze zum Fressen. Das ist Marios Haus, das kann ich mir vorstellen. Obwohl, eigentlich müsste er nach seinen 20.000 Millionen Spielen eigentlich recht berühmt sein und eigentlich sich ein Schloss leisten können, ne? So, jetzt kommt da hier irgendein Scheiß bestimmt. Jetzt hast du von jedem ein Geschenk erhalten, aber es gibt noch eins mehr. Oh, Bowser. Oh, ich sehe schon meine Stimme, da werden leiden. Ja, ist gut, du hast gelacht. Hänfling. War das mit Hanf? Mario, jetzt habe ich all deine Geschenke. Was? Wenn du sie zurück willst, komm auf meine Party.
Na klar, Digga! Ich weiß gar nicht. Komm, wenn du es wagst. Der arme Tod. Oh, scheiße! Voll fies. So, ich weiß gar nicht, ist das eine eigene Map oder so? Bowser's Gnarly Party. Oh. Was ist das denn? Spiele Bowser's Krawallkirms. Swoodo, 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 Burns. Oh, oh. Ach, ist doch eine eigene Map. Wusste ich gar nicht mehr, dass es hier noch eine extra Map gibt. Ich dachte, es gibt nur ein extra Bonus-Game. Oh, hier ist Start. Erstmal direkt Bowser-Dinger zum Anfang. Wie scheiße. Ach, und da ist ein anderer Start. Hä, das verstehe ich gar nicht. Willkommen zu Bowser's Krawallkirmes. Ich bin Mini-Bowser. Ich tue, was ich will. Das siehst du aus. So, Leute, ich denke, ich weiß nicht, wie lange die Folge war, aber ich denke... Der letzte Part war ein bisschen länger, dann ist er halt ein bisschen kürzer hier. Wir sehen uns wieder auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge von Mario Party 4. Bis dann, danke euch wieder mal vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in Folge 18. Bis dann wieder mal. Macht's gut, haut rein. Tschüss, Nikowski und ciao.